Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, in der letzten Folge habe ich mich selbst mal wieder nicht aussprechen lassen. Ja, wir sind den beiden Brüdern entkommen, haben unsere Uhr wieder und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen zum Anwesen de la Sœur. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Auf den schnellstmöglichen. Am besten probieren wir direkt mal unsere Kletterfähigkeit mal ein bisschen weiter hier aus. Fühlt sich jetzt nicht anders als in den anderen Assassin's Creed Teilen. Aber ich muss sagen, die Sicht, die man von hier hat, mit dem Lichtfall ist sehr schick. Ah, das hört mich schon ein bisschen an. So, und jetzt mit dem Parcours ist viel schneller herunterzuklettern als vorher. Und das vereinfacht das Gameplay natürlich um einiges. Und das sind wir schon. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Oh, Elise. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Ja, Erinnerungen abgeschlossen. Und es scheint wohl, dass der Vater von Elise uns quasi aufgenommen hat. Nach dem Tod unseres Vaters. Wird eine Kiste angezeigt. Das ist Schleichen, okay. Wenn ihr rausrollt, oder nicht. Da ist die Kiste. Und was ist denn? 100 Francs? Ich gehe mal davon aus, dass das das Zeichen für Franc ist. Denn womit sollte man sonst in Frankreich bezahlen? Wie kann ich denn eigentlich die Karte reinholen? Das Adlerauge, ja. Nein. So, hier zeigt er mir wieder das Blaues an. So, ist der Schrank gemeint? Nein. Vielleicht ist es auch draußen. Da ist die Kiste. Spiele sie Nomad Mission in der App. Okay, dazu müsste ich die App Companion spielen. Das war eine Erneuerung fürs Online-Gameplay, soweit ich weiß. Okay, dann geben wir erstmal die Generalstelle. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Wir lernen sogar noch ein bisschen Französisch hier. Certainement. Sehr wohl.
Ja, Olivier scheint uns nicht zu mögen. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperro. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Ja, da wollen wir mal für sorgen. Ab hinterher. Und da vorne sehe ich schon wieder ein altbekanntes. Halt! Seil zum Hochschießen. Macht Platz, macht Platz! Es wird Vollgas über die Dächer, ne? Das war jetzt nicht so clever. So, X gedrückt halten für Parcours aufwärts. Parcours abwärts ist Kreis. Hat jetzt gar nicht so weh, okay. So, anscheinend ist die Kutsche stehen geblieben. Und so schnell wie wir rankommen, muss sie stehen. Da ist er. Monsieur de la Serre! Mes excuses. Falsche Kutsche. Ja, dumm gelaufen. Wo ist er denn? Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Ja, und da haben wir natürlich wieder ein beliebtes Mittel von Assassin's Creed. Aussichtspunkte, die Kirchtürme. Na gut, dann wollen wir mal. Ich mag den Parcours, da habe ich jetzt schon richtig Spaß dran. Das wird das ganze Spiel auch ein bisschen schicker machen. In dem kleinen Ganzen macht es das Klettern natürlich schon einfacher, gerade das Runterklettern. So dieses ewige Runterfallen und Verrecken ist, glaube ich, auch nicht mehr so schnell dabei. Dann natürlich noch etwas, worauf ich ja richtig Lust habe. Die Gebäude sollen mittlerweile fast 1:1 die gleiche Größe haben. Jetzt schauen wir uns mal die wunderschöne Umgebung an. Ah, herrlich. Da kann man nur sagen, da macht Ubisoft immer wieder großartige Arbeit. Allein diese Liebe zum kleinen Detail. Die Generalstimme, 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. Okay. Dann gibt's jetzt den Todessprung. Jetzt wieder mit Parcours schnell runter. Sehr schön. Drücke um Dreieck, um ein Adlerauge einzusetzen, um die Wachen in der Umgebung zu lokalisieren. Okay. Wenn ich es wegmache, sind es die Erleuchtenden. Ja, schau, was auskomme ich hier rein. Bist du sowohl taub als auch dumm? Das verschwinde! Kein Schritt weiter! Okay. Also eine Art Sperrgebiet. Kein Zutritt! Dann gehen wir doch einfach mal den Weg, den wir sonst auch wählen würden, wahrscheinlich. Oh. Was zum Teufel ist da los? Da wurde ich doch kurzerhand gesehen. Aber das sollte sich jetzt erledigt haben.
haben wir denn hier Schönes? Ich sehe eine Kiste. Habe ich eine Kiste hier? Nee, die scheint wohl noch ein bisschen tiefer zu sein. Aber ich finde es auch sehr schön, das ist ja auch neu an diesem Teil, dass man ohne Ladebildschirme einfach direkt in die Häuser hinein switchen kann. Und auch diese natürlich sehr schön arrangiert. Zurück mit euch, sag ich. Da hinten ist eine Kiste. Ha. Es lebe das Adlerauge. Zwei von 20 Stück in diesem Bezirk. Okay. Ich würde sagen, drin sind wir schon mal. Ging jetzt leichter als gedacht, aber hey, muss auch nicht immer schwer sein am Anfang, ne? Meine Herren, der Tag, den mein Herz erreicht, de la Sierra. Dann wollen wir das mal tun. Wie der Fressoso sagen würde, si. Mann, war der schlecht. So, Oh, hier ist eine riesige Versammlung. Seit der letzten Versammlung der Generalstäbe. Und obwohl die Einberufung, wie es scheint, etwas außergewöhnlich so zu sein, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, wo zum Teufel sind die sie? Dem Königreich Kraft. Die Staatsschulden. Doch die beiden schon wieder. Zur die Zeit meiner Inthronisierung bereits enorm. Sind aufgrund die Idiotenbrüder sind wieder unterwegs. Aber ehrenhaften Krieges noch weiter weg. Gewachsen. Da muss man hin. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Dann wollen wir mal schön davon flüchten. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Knapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Ja, dann lernen wir erstmal direkt eine Runde Kampfsystem. Schön pariert. Da kommt doch schon der nächste. Ruhig, mein Großer. Gib's ihm! Nichts zu bestehen hat Folgen! Mal sehen, ob du uns wieder entwischst! Komm jetzt, fertig hier. Wunderbar. Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Ein Schlitzer, dieser Arme, ich mag ihn. Wachen im Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in der Sichtfeld attackieren oder töten, werden sie angreifen. Okay, dann wollen wir mal so schnell wie möglich vor diesen Herren fliehen. Platz da, Platz da, Platz da. Oh, die schießen. Die sind schon. Schnell weg hier, schnell weg hier. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich weiß auch gerade gar nicht, wohin rennen, aber Hauptsache, dass wir weg sind. Dann werde ich zu Hause auf sie warten müssen. Erinnerung abgeschlossen, die Generalstände. Ja, wir sind keinem Angriff ausgewichen, wir haben auch keinen pariert, schade eigentlich.
Nun heißt es zurück. R2 halten, um zu sprinten und automatisch zu springen. Ja, okay. Halten, um höher und weiter zu springen, ist X dabei gedrückt zu halten. Halten für einen kontrollierten Abstieg. Okay, das haben wir aber alles schon während des Spiels gemacht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? In die Richtung jetzt. Ich finde auch, es ist viel mehr los auf den Straßen, als es früher war. Also, Ubisoft hat ja schon angedroht, dass bis zu 100 Leuten auf einem Platz unterwegs sein sollen und ihrem Tagewerk nachgehen. Ja, ich bin dafür, wir brechen hier nochmal ins Gebäude ein. Denn ich sehe auf der Karte eine Kiste und die hätte ich gern. Kisten sind meine Nemesis, ich muss sie finden. Zack, schneller Abstieg über Parcours. Oh, ich finde das jetzt schon sowas von geil. Herrlich. Sarah, in den letzten Teilen, wer es gespielt hat, weiß, runterspringen, so gut wie tot, ne? Wieder 100 Francs. Also da war der Frustfaktor sehr hoch im alten Spiel. So, hier scheint überhaupt nichts mehr los zu sein. Sind richtig geil. Oh, Kiste. Kiste. Wo ist die Kiste? Wir sagen, die ist hier unten. Oder? Wo ist die Kiste? Können sie nicht vor mir verstecken. Ah, da oben war ja noch ein Fenster. Tu sais très bien. Was immer du meinst. Da ist die Kiste. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, in der Regel bin ich ja jemand, der nicht wirklich hundertprozentig alle Kisten und so weiter sucht und auf der Jagd danach ist. Ey, was ist denn los hier? Ich gehe ja schon. Ich weiß, wann ich unerwünscht bin. Ich wollte nur die Kiste haben. So, die blaue Kiste haben wir schon gemerkt, dafür müssen wir diese Companion-App spielen. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber erstmal wollen wir uns auf das Hauptspiel konzentrieren. Oh, noch eine Kiste. Ein Divertissement intéressant. Mal sehen, wo die sich versteckt hat. Kiste. Put. Dann ist die wohl auch eine Etage höher, oder ist die eine Etage? Das sind die. Wo ist die Kiste? Die sollte genau hier sein. Oder gehst du noch eine Etage? Ah, hier. Kiste? Da ist die Kiste. Wunderbar. Für manchen sind es halt Schmetterlinge, für manche sind es Speck, für mich ist es... Oh, Kiste. Die, die es Bescheid wissen, wissen, wenn ich da anrede. So, und jetzt erstmal, würde ich sagen, genug Kisten gesucht. Jetzt geht es erstmal ab zurück zum Haus. Auch wenn ich da schon wieder eine gesehen habe. Aber nein. Oh, was? Alter, was für ein Move. Da stürzt er sich wagemutig runter in den Tod fast. Ja, die Seile kennen wir. Das ist nicht mehr weit, so wie ich das sehe.
So, und da sind wir auch schon. Aber bevor wir jetzt hier den nächsten Fortschritt annehmen, würde ich sagen, wir beenden die Folge einfach hier einmal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es dann wieder heißt Assassin's Creed Unity.